Herzlich willkommen zur Session und wir freuen uns natürlich, dass ihr alle dabei seid. Zurzeit, also heute, seid ihr noch in der Rolle von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das wird sich morgen um 13 Uhr für den Workshop natürlich ändern. Da wird auch viel mehr noch interaktiv stattfinden. Für heute heißt das erstmal in der Konsequenz, dass wir euch einladen, bitte nutzt den Chat bei allen Anliegen oder auch Gedanken, die ihr teilen wollt. Also wenn ihr Fragen, Gedanken oder Anmerkungen habt, einfach links direkt den Chat nutzen und alles dort teilen. Noch als Tipp vielleicht für den Impuls schon mal vorweg, ihr habt unten rechts im Menü auch die Möglichkeit, eure Ansicht individuell einzustellen, gerade wenn es dann zu unserem Impuls kommt mit Peter, ist es natürlich von Vorteil, da mal ein wenig zu wechseln, damit man die Folien entsprechend auch größer sieht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielleicht ein paar Worte zu uns. Mein Name ist Noreen Krause. Ich bin heute hier für den Elan e.V., E-Learning Academic Network, genau wie Aliki. Und genau, ich bin ansonsten als Projektleitung vom OER-Portal Niedersachsen aktiv bei der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Und ja, uns verbinden viele Wege über verschiedenste Hochschulen und Verbundprojekte, an denen ich zumindest schon unterwegs war und gearbeitet habe. Ja. Aliki, vielleicht ein paar Worte zu dir und Peter noch. Ja, hallo auch von mir. Ich schließe mich an. Ich freue mich auch, dass Sie alle hierher gefunden haben, dass ihr alle hierher gefunden habt. Ich arbeite auch für den Elan e.V. im Kompetenzbereich Mediendidaktik mit dem Schwerpunkt auf OER und zugleich an der Universität Oldenburg im Kompetenzbereich Anrechnung am Institut für Pädagogik. Beschäftige mich also mit dem Thema Durchlässigkeit hier vor allem. Ja, ich freue mich auf die Session. Ja, Peter. hallo. Ja, ich habe wahrscheinlich ein Delay. Ich werde dann meine Kamera auch ausschalten. Ja, Peter England, mein Name. Ich arbeite an der Uni Oldenburg bei den IT-Diensten und koordiniere das E-Learning-Verbundprojekt eCult, wer das schon mal gehört hat, oder eCult hier in Niedersachsen mit 15 Hochschulen und 13 Hochschulen und 5 und 2 Partnern, 2 Vereinen. Der Elan e.V. ist einer davon. Und ja, freue mich, dass ich hier heute einen Impuls geben darf. Kurz zu Ziel und Ablauf heute. Also die Session heute wollen wir als Grundlage nehmen für den Workshop, den wir morgen um 13 Uhr geben. Zu beiden lautet das Schlagwort Innovationskultur und Ziel für den Workshop morgen sind konkrete Maßnahmen, mit denen die Innovationskultur an den Hochschulen gefördert werden kann, mit denen die Arbeitswelthochschule ja, bereichert, beflügelt werden kann und die am besten auch direkt umgesetzt werden können. Und das Etappenziel für heute sind erste Ideen dazu, erste Lösungsansätze, die zu Beginn des Workshops morgen dann gewotet werden und dann in Gruppen zur Praxisreife weiterentwickelt werden. Und heute erwartet euch zweierlei. Wir starten gleich mit einem kurzen Input zur Dekonstruktion des Tagungsmottos und dann geht es ans Ideensammeln. Los geht's. Wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Ja, ich mache die Kamera mal aus. Für den Stream. Ja, gleich vorneweg, das Haus hier am Abgrund, das ist jetzt nicht, steht nicht symbolisch für die Hochschulen oder so, die am Abgrund stehen. Das lösen wir gleich noch auf, was das bedeutet. Kurzer Ausblick, was Sie und euch in den nächsten, ja, circa 15 bis 20 Minuten erwartet. Wir wollen natürlich einmal ein bisschen die Begriffe zerkloppen, also das Tagungsmotto dekonstruieren. Dann wollen wir einen Blick werfen auf das Neue, was jetzt so seit einem halben Jahr an den Hochschulen passiert. Was macht es eigentlich aus? Was hat es für Merkmale? Dann ist natürlich die Frage, wie kann man das vielleicht konservieren? Kann man das überhaupt konservieren oder ist das ein Paradoxon? Und am Ende sind dann eure und ihre Ideen gefragt. Ich duze euch jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, leichter. Ich hoffe, es hat keiner was dagegen. Wenn doch, dann gerne in den Chat schreiben. Ja, also am Ende sind dann eure Ideen gefragt. Fangen wir mal mit der Dekonstruktion an. Tagungsmotto ist ja The New Normal. Das setzt sich zusammen aus New und aus Normal. Und das Normal, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und darunter kann sich eigentlich jeder oder jede was vorstellen.
Das ist eben das Normale, das Gewöhnliche, das haben wir schon immer so gemacht und also alles, was so innerhalb von Regeln und Routinen abläuft. Apropos Routinen, es gibt ein schönes Buch von drei Soziologen, Harnack, Steher und Steinhardt von 1989, Ärgernisse und Lebenskatastrophen. Da geht es eigentlich um Kriminalität und den alltäglichen Umgang damit, aber das Schöne ist, die haben sich Kriminalität unter dem Gesichtspunkt abweichendes Verhalten angeguckt und haben so ein bisschen dargestellt, dass wir Menschen eigentlich immer das Bestreben haben, wenn es jetzt eine Störung unserer Routine gibt, da in die Routine wieder zurückzukehren. Also einfaches Beispiel, ne? Wir stehen morgens auf, wir bringen die Kinder zur Kita, wir fahren mit dem Bus zur Arbeit und essen irgendwann Mittag. Das sind so Routinen, in denen wir täglich drinne stecken und dann gibt's halt Störungen. Keine Ahnung, der Bus hat eine Panne und kommt nicht zur erwarteten Uhrzeit. Ja, was mache ich jetzt? Ich hole das Handy raus, ich rufe mir vielleicht ein Taxi, habe das nötige Kleingeld und fahre dann zur Arbeit, um in meine alte Routine wieder reinzukommen. Und die kleineren Störungen, die man eben selber auch beheben kann, wo man die entsprechenden Coping-Strategien und Mittel dafür hat, das nennen sie halt Ärgernisse. Und die größeren Störungen sind dann eben die Lebenskatastrophen. Das kann man eben nicht beheben. Keine Ahnung, Komet stürzt auf die Erde, Bus ist kaputt, Arbeit ist kaputt. Da brauchen wir auch nicht mehr dann hinzufahren. So, und das Spannende eigentlich ist, dass man mit dieser schon relativ alten soziologischen Theorie genau das erklären kann, was jetzt gerade passiert. Wir haben ich würde fast sagen, eine mittlere Störung unserer Abläufe. Da gibt es halt eben so ein blödes Virus, was dazu führt, dass wir nicht mehr so in unseren Routinen agieren können. Und das Schöne ist auch, dass dieses Buch auch diese Phänomene erklärt, dass wir wieder zurück wollen in unsere Routine. Also na, ihr kennt das alle, dieser Aufruf zur Rückkehr, zur Präsenzlehre. Das ist durchaus menschlich und im erwartbaren, also im normalen Bereich. Der Mensch an sich ist ja eigentlich neugierig und probiert was Neues aus, aber seit mehr als 200 Jahren prägt ja die Industriegesellschaft unsere Abläufe und verspricht Sicherheit, Stabilität, Planerfüllung, more of the same, Reduktion von Komplexität. Das alles steckt so drin in unserer Kultur. Apropos Reduktion von Komplexität, dieser Kollege ist, glaube ich, allen bekannt. Das ist der mit den 90.000 Karteikarten. Deswegen ist das Bild jetzt auch so ein bisschen verpixelt. Also der Herr Luhmann, der sagt ja in seiner Systemtheorie, eine Veränderung in einem System ist gleichzeitig die Veränderung der Umwelt für alle anderen Systeme. Und dann ist eben eine Anpassungsleistung erforderlich. Und genau das Gleiche haben wir auch, ne? Eine Veränderung in der Flora, da ist halt das fiese Virus unterwegs und das bedeutet eben, wir können nicht mehr arbeiten und wirtschaften wie bisher, wir können unsere Freizeit nicht mehr wie bisher machen, wir können nicht ins Kino, Theater, Fußballstadion gehen und wir können auch nicht lehren und lernen wie bisher. Also auch das Bildungssystem muss da eine Anpassungsleistung erbringen. So, und die haben wir im März erlebt, ne? Die relativ kurzfristige Umstellung auf Online-Lehre und Online-Lernen. Und die unausgesprochene Hoffnung dabei ist immer, nach dieser Anpassungsleistung, dass wir wieder in unsere alten Pfade zurückkehren wollen. Wir wollen eine klare Richtung haben, rechts und links möglichst einen Rand, einen halbwegs vorhersehbaren Weg und eine neue Normalität. Das ist so der Wunsch immer dahinter. Und der steckt in uns allen so drin, weil wir eben seit 200 Jahren so konditioniert sind, sage ich mal, weil wir alle Kinder der Industrialisierung sind und eben nicht aus der Kultur der Digitalität entstammen. Das ist also völlig normal. So, und das Motto setzt sich ja zusammen auch aus The New. Und dann gucken wir uns mal diesen Begriff an. In Oldenburg gab es 2012 einen studentischen Wettbewerb von der Jade-Hochschule und die haben da Buchstaben aufgebaut und darunter den Spruch von Georg Christoph Lichtenberg gebastelt. Man muss etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen. Die Botschaften sind schon ein bisschen älter, also die Buchstaben, die sollten eigentlich leuchten, das tun sie jetzt nicht mehr. Aber die Botschaft ist ganz interessant. Es geht nämlich ums Machen.
Wenn man was Neues sehen will, muss man was Neues machen. Und wenn Sie jetzt mal an das denken, was Sie im letzten halben Jahr gemacht habt, was ihr gemacht habt, dann fällt euch sicher auch was Neues ein. Also ihr habt vielleicht Lehrmaterialien online gestellt oder ein Video aufgenommen oder sogar eine Präsenzveranstaltung live online angeboten und so weiter und so fort. In jedem Fall habt ihr etwas Ungewohntes gemacht, was abseits des Normalen war, abseits der Norm, etwas Abweichendes. Und da sind wir wieder beim Thema Abweichung, abweichendes Verhalten. Das hatten wir doch gerade. Ja, da gibt's diesen Kollegen, das ist Robert K. Merton, ein amerikanischer Soziologe. Der hat sich auch sehr intensiv mit abweichendem Verhalten beschäftigt. Er hat die Anomie-Theorie von Emil Durkheim weiterentwickelt. Und eine These von ihm ist, abweichendes Verhalten entsteht dann, wenn kulturelle Ziele akzeptiert sind, die Mittel aber nicht vorhanden sind. Und die nicht vorhandenen Mittel werden dann durch nicht zugelassene, also illegale Mittel ersetzt. Das ist so seine These, Kernthese. Und interessanterweise bezeichnet er diese Reaktionsform, dieses abweichende Verhalten, bezeichnet er sogar als Innovation. Und da sind wir wieder beim Kern, also das Neue, das Innovative ist auch immer etwas, was von der Norm, von der bis dahin geltenden Norm abweichende, das Illegale ist, das Unnormale. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir beides zusammen? Wenn nämlich das Neue ganz überwiegend das Abweichende, das Unnormale ist, dann kann es ja eigentlich das Neue Normal überhaupt nicht geben. Das widerspricht sich ja irgendwie. Ne? Das Neue ist halt neu und abweichend und das Normale ist das Gewohnte, dieses, das haben wir schon immer bisher so gemacht. Und diesen Widerspruch, den lassen wir jetzt erstmal so stehen. Wir sind ja noch im Kapitel Dekonstruktion und gucken mal, ob wir das nachher vielleicht auflösen können. Ja, also ne, Scherbenhaufen hinterlassen wir jetzt erstmal und wenden uns mal dem Neuen zu. Was ist denn eigentlich jetzt neu gewesen in den letzten 6 Monaten? Und da gibt's etwas, das habt ihr, glaube ich, alle erlebt, das war die Geschwindigkeit. Also Prozesse, Verfahren, Genehmigungen sind wesentlich schneller vonstatten gegangen als vor Corona. Beispiele Lizenzierung von Videoconference-Tools oder Zustimmung des Personalrats oder irgendwelche Unterschriften, die notwendig waren. Das gab es vorher auch alles schon, aber das ging wesentlich schneller. Also Prozesse, die ein halbes Jahr gedauert haben, waren dann in 4 Wochen durch und es war erstaunlich, was auf einmal alles möglich war und wie schnell das ging. Ein weiteres Merkmal des sogenannten Neuen ist die Entscheidungen, die getroffen wurden. Früher wurden auch Entscheidungen getroffen, völlig klar, aber die wurden jetzt unter einem größeren Informationsdefizit getroffen. Entscheidungen werden immer unter einem Informationsdefizit getroffen, aber vieles wurde jetzt diesmal auch einfach in größerer Unkenntnis getroffen. Man hat so ein bisschen ins Blaue hinein entschieden, weil es einfach notwendig war. Das Bemerkenswerte ist, diese Führungskraft, die wir hier im Bild haben, die entscheidet ja eigentlich permanent gegen die oberste Direktive. Die lebt ja eigentlich davon. Und auch da haben wir wieder die Abweichung von der Norm, den Regelbruch mit drin, aber auch das selbstständige Denken, den Mut zu Fehlern, Neues auszuprobieren, etwas zu wagen und das Vertrauen in sich und andere haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Apropos andere, was Sie vielleicht auch erlebt haben in den letzten 6 Monaten oder als neu wahrgenommen haben, die Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten, also zu kooperieren. Zentrale Einrichtungen, Rechenzentrum, Hochschuldidaktik, E-Learning Center, Verwaltung, Einkauf, die rückten enger zusammen. Es wurden Entscheidungen schneller umgesetzt und gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Oder auch hochschulübergreifende Netzwerke haben auf einmal einen neuen Nutzen bekommen, durch Austausch über Good Practices. Und die Frage ist, warum ist das gerade jetzt so? Warum haben wir gerade jetzt so eine vermehrte Kooperation zwischen Menschen und Organisationen? Und die Antwort darauf weiß Reinhard Sprenger, ein Buch von 2018, was ich sehr empfehlen kann. Er kommt eigentlich aus dem unternehmerischen Kontext, aber wenn man das Ganze unter dem Blickwinkel Hochschule und Bildungssystem liest, also muss ich sagen, wow, da steht sehr viel Schlaues drin. Und er sagt, Kooperationen finden vor allen Dingen dann statt, wenn man
A, ein gemeinsames Problem hat, was man B, allein nicht lösen kann. Und beides, wenn man beides nicht hat, dann brauchen wir auch nicht zu kooperieren. Aber hier in unserem Fall haben wir beides. Wir haben ein gemeinsames Problem. Wir können alle nicht die Hochschullehre so durchführen, wie wir es gerne wollen. Und wir können es nicht zwingend alleine lösen. Und das führt dazu, hey, lass uns mal austauschen. Wer hat Ideen für Online-Prüfungen? Welche Fallstricke gibt es beim Datenschutz, bei Videoconference-Tools? Wie kann gutes Onboarding gelingen für das Wintersemester und so weiter? Was gibt es für Konzepte für hybride Veranstaltungen und so weiter und so fort? Also die Kooperationsbereitschaft ist in den letzten 6 Monaten enorm gestiegen. Ich bin mir sicher, ihr werdet noch weitere Merkmale finden für das Neue. Wenn ihr da jetzt noch ein bisschen genauer drüber nachdenkt, wir haben jetzt leider nicht ganz so viel Zeit, ist ja der Impuls hier. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir das konservieren? Das, was wir jetzt erlebt haben an den Hochschulen, wie kann man das retten, vielleicht ins Wintersemester oder in eine längere Perspektive? Oder kann man das überhaupt konservieren? Also die Frage ist, wie implementieren wir das Neue dauerhaft in die Art und Weise zu lehren, zu lernen und zu arbeiten? Und da hilft ein Blick in die Geschichte, denn es gab ja öfter mal was Neues in der Geschichte der Menschheit und wie wurde das eigentlich implementiert? Da könnte man zurückgehen zur Dampfmaschine und sich angucken, ne, eine Basistechnologie, wie ist die eigentlich implementiert worden in der Gesellschaft in Großbritannien im 18. Jahrhundert? Tritt die Dampfmaschine ihren Siegeszug an? Und der Grund ist eigentlich, sie wird jetzt für einen realen Zweck benötigt, nämlich um das Wasser aus den Kohlegruben rauszupumpen. Ludwig der 14. nutzt das, um seine Paläste zu heizen. Und die deutschen Adligen, die träumen noch vom Rittertum, aber aus britischen Lords werden halt Geschäftsleute. Und da tritt die Dampfmaschine ihren Siegeszug an. Das Gleiche bei der Eisenbahn. Die setzt sich jetzt nicht durch, weil gerade die Zinsen niedrig sind oder weil die Löhne niedrig sind, sondern weil sie real gebraucht wird. Die alten Pferdekutschen bleiben im Lehm stecken, weil es immer regnet. Und die Eisenbahn ist da hat einen konkreten Nutzen und setzt sich dann auch weltweit durch. Und das Gleiche auch beim Personal Computer. Hier ein Beispiel von 1976. Der tritt seinen Siegeszug dann in Amerika, also USA und Japan an, aber eben nicht in Deutschland, jedenfalls nicht so massiv. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie wir dieser neuen Technologie gegenüberstehen. Damals war ganz viel die Diskussion, okay, Arbeitsplätze werden vernichtet, Jobkiller, Computer waren die Schlagzeilen. Und das in USA und Japan fiel das eben auf eine andere Kultur, auf einen anderen gesellschaftlichen Boden und konnte schneller implementiert werden. Das heißt, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zur Kernaussage, Wirtschaft, Fortschritt, Digitalisierung, das sind alles keine technologischen Leistungen, sondern kulturelle. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer im Kopf behalten. Also eine neue Technologie setzt sich durch, wenn eine Gesellschaft offen dafür ist. Und dann kommen wir auch zur Auflösung unseres Paradoxons. Denn wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, dass all die neuen Dinge, die wir seit 6 Monaten machen, liegen nicht auf der technologischen Ebene. Also Videokonferenz-Tools gab es auch vorher schon. Es gab auch schon kollaboratives Arbeiten. Wir hatten auch schon die Server, um all die Sachen zu hosten. Es waren und sind Merkmale eher einer neuen Kultur. Also einer Kultur des Ausprobierens, des Scheiterns, des Wiederholens, des agilen Arbeitens, des agilen Führens und so weiter und so fort. Das heißt, die Auflösung ist eigentlich, das neue Normal liegt auf der kulturellen Ebene. Das Neue, was wir erleben, wirkt auf die Kultur, auf das Normale ein und verändert es so ein bisschen zu seinen Gunsten. Das New Normal ist eine kulturelle Leistung. Und die muss immer wieder neu erbracht werden, denn sie ist verschüttet unter 200 Jahren Industriekultur. So, und jetzt waren wir so ein bisschen bei der Konservierung und gucken uns mal an, was gibt's jetzt für tolle Ideen. Oder ich sag mal so, ich gebe noch einen kleinen Impuls und hoffe, dass ihr dann ganz viele tolle Ideen liefert, wie man diese Kultur längerfristig etablieren kann. Ja, dazu noch ein paar Impulse. Und die Frage ist eigentlich,
Wo findet man denn das Neue? Findet man das im Zentrum einer Organisation oder eines Systems? Nee, natürlich nicht. Da gibt es den Philipp Schmidt vom MIT Media Lab. Da hatte ich das große Glück, den mal in Berlin auf einer BMBF-Konferenz zu treffen. Und der hat einen wunderschönen Vortrag über Innovation gehalten. Der sagt, Innovation entsteht an den Rändern eines Systems. Also nicht in der Mitte, da wo man die Prozesse und Strukturen hat, sondern an den Rändern, da wo man in Kontakt kommt. Also Luhmann würde sagen, wo strukturelle Kopplungen zu anderen Systemen da sind, wo man Ideen aufnimmt von ja anderen Kulturen, anderen Systemen. Ich bin mir sicher, wenn das jetzt euer Haus wäre, ihr wärt ziemlich schnell bei neuen Ideen, wie man das da vom Rand wieder wegkriegen kann. Also das fördert durchaus die Innovation, so eine Randsituation, auch mit Risiko behaftet. Das Unbekannte lauert da um die Ecke. Aber Spaß beiseite. Gestern habe ich noch einen interessanten Artikel gelesen von Nigel Couts, The Learner's Way. Kann ich nur empfehlen, ruhig mal googeln oder den Link packen wir auch noch in den Chat. Und der stand, der Wandel tritt sehr wahrscheinlich am Rand des Bildungssystems auf. Nicht irgendwo in der Mitte, sondern am Rand. Denn wenn wir im Bildungssystem, wenn wir da nach innen gucken, dann sehen wir eigentlich Routinen, Lehrpläne, standardisierte Verfahren, einheitliche Abläufe, wir sehen Effizienzsteigerung, wir sehen eine Output-Fixierung, also das volle Programm der Industriegesellschaft. Skalierung ist auch so ein Begriff, der immer wieder auftaucht und das ist eigentlich nicht das, was den Kulturwandel ausmacht. Wenn wir nach außen schauen, also aus dem System raus, dann sehen wir andere Menschen mit anderen Gewohnheiten vielleicht oder auch aus anderen Kulturen, die machen Sachen anders als wir in unserem Bildungssystem. Die nutzen zum Beispiel nicht unser verdammtes LMS, sondern andere Tools zum Lernen. Und da ist es einfach mal wichtig, die Offenheit zu haben, sich darauf einzulassen, zu gucken, was machen die denn eigentlich anders? Ja, nicht einfach das so abzutun und sagen, ja, okay, wir bauen das in unserem LMS nach und dann hoffen wir, dass die da alle schon wieder reinkommen. Nee, sondern genauer mal hingucken, was haben die eigentlich für reale Bedürfnisse. Und wenn Sie sich jetzt erinnern an, ich bin immer beim Sie, also wenn ihr euch erinnert an die letzten 6 Monate, wie war denn eigentlich das Gefühl, als ihr was Neues gemacht habt und damit Erfolg hattet? Ihr habt was Neues ausprobiert, dann wart ihr vielleicht erstmal ziemlich mutig und voller Tatendrang. Vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, so beim ersten Ausprobieren. Dann wart ihr vielleicht erleichtert, weil was geklappt hat und ein bisschen stolz auf euch auch. Und am Ende wart ihr vielleicht sogar glücklich, weil ihr über euch hinausgewachsen seid und völlig überrascht wart über neue Kompetenzen, die ihr erlernt habt. Und am Ende hattet ihr wahrscheinlich auch die Lust, das Ganze nochmal zu machen. Und deswegen mein Appell an euch, ja, macht es einfach weiter. Versucht, dieses Gefühl weiterzutragen ins nächste Semester. Und dafür wünsche ich euch viel Erfolg. So, und genau auf dieser Grundlage möchten wir das Neue nun genauer in den Blick nehmen und euch fragen, was ist euch bei eurer Arbeit aufgefallen als innovativ, als förderungswürdig, als unbedingt beizubehalten oder zu verstärken. Und was auch immer ihr im Kopf habt, möchten wir sehr gerne auf unserem Miroboard sehen, als Idee, um es morgen im Workshop weiter zu bearbeiten in Richtung Praxisreife. Wir posten einmal kurz den Link dazu. Ich glaube, wir haben noch 6 Minuten, wir haben auch gleich noch Zeit für Fragen. Noreen, hast du den Link schon gepostet? Ich sehe ihn nicht. Genau, also der Link ist einmal da und genau das wäre jetzt auch der Blick, den wir auf die Welt, auf dem Miroboard sozusagen werfen und da können jetzt einfach alle direkt einmal im Chat auf den Link klicken, der gepostet wurde. Ich poste den vielleicht einfach nochmal, weil hier noch ein paar Mal applaudiert wurde. Also über diesen Link einmal folgen. Und wir sehen quasi auf dem Miroboard ja dann auch, wie die Leute langsam eintrudeln. Wir haben jetzt 27, 28, 29 drüben. Ich denke, die restlichen werden einfach über den Link noch folgen. Und wenn man rüberkommt, da würde ich sagen, übernimmt Aliki an der Stelle wieder.
startet man auf dem gelben Feld oder wir ziehen auch jetzt alle die, die einmal da sind, einmal kurz zusammen hier. Genau, also das Board ist, wie gesagt, für den Workshop morgen. Das heißt, es ist sehr umfangreich. Das heißt, es ist auch noch viel darauf zu sehen, was an der Stelle jetzt hier gar nicht relevant ist. Wir halten uns nur bis zur gestrichelten roten Linie auf dem großen gelben Plenumsboard auf. Die weißen Post-its mit einem, wenn man auf, ich weiß nicht, wie bekannt Miro ist, durch die letzten beiden Tage wahrscheinlich den meisten zumindest einigermaßen, wenn man auf den Pfeil geht und dann einen Doppelklick auf die weißen Post-its macht, kann man sofort seine Idee dort eintragen. Und kopiert euch gerne den Link, wer Interesse habt, morgen auch dabei zu sein. Das ist die ganze Zeit offen und auch morgen um 13 Uhr gibt es noch die Gelegenheit, ansonsten noch Ideen dort einzubringen, die dann abgestimmt werden. Genau. Und da machen wir eben dann auch im Workshop weiter auf Basis dieser Ideen, die wir jetzt sammeln. Und die erste ist hier zum Beispiel auch schon beschrieben worden. Einfach mal anfangen. Fails einplanen, also vielleicht so in Richtung Fehlerkultur als Thematik. Da sammeln wir jetzt genau die Ideen. Wie gesagt, nehmt euch den Link gerne auch mit. Das muss nicht sofort in dieser Minute passieren, sondern es ist ja jetzt auch noch Nachspielzeit auf dem Miro-Board möglich, so ihr euch den Link einfach mitnehmen wollt. Und wir sammeln dann eben die Ideen und setzen genau da an, um eben diese Ideen dann auch ja, zu einem Prototyp in dem Workshop weiterzuentwickeln und eben zu schauen, was denn gerade das Bewahrenswerte ausmacht und wie man damit weiter agieren kann. Hier ist jetzt die Frage, welche Ideen sollten nochmal gesammelt werden für eine Innovationskultur? Also genau das, was ihr bewahren wollt. Ne? Je konkreter, umso besser. Der Begriff Innovationskultur, glaube ich, also ist so ein sehr großer. Je präziser und kleiner das runtergebrochen wird, umso besser greifbar wird das im Endeffekt dann auch. Also sondern es ist wirklich offen im Sinne von das, was ihr eben bewahren wollt. Und morgen wird dann quasi in dem Workshop auch geschaut, was sich an Ideen insgesamt gesammelt hat. Die werden dann auch gerankt sozusagen. Auf Basis dessen gibt es dann kleine Gruppen, die sich bilden und da dann aktiv an den Themenfeldern arbeiten. Ja, gibt es noch weitere Fragen an der Stelle? Ja, ich sehe hier noch eine und zwar die wenig hierarchische Kommunikation im Corona-Semester war viel effizienter als sonst, sehr lösungsorientiert. Ja, auf Augenhöhe, genau, ein sehr guter Punkt. Die Voreinstellung auch für den morgigen Workshop ist genau so. Es sind, glaube ich, alle Moderatoren einfach beim Reinkommen in den Raum, damit wir natürlich auch interaktiv, also zusammenwirken können, alle an der Stelle. Also ja, ein super Punkt auch, kann man schon mitnehmen. Mhm. Genau, Peter postet auch gleich nochmal den Artikel, den er erwähnt hatte. Das war hier noch, der Wunsch von Franziska Lüster. Wir kommen auch gleich nochmal in Vorstellung. Gerne. Werden nur positive Seiten betrachtet? Da die Frage, was wollt ihr behalten? Also, ne, so im Sinne von, was lief denn gut? Ich sag mal, wir wären jetzt einfach überrascht, wenn einer sagt, boah, das war besonders schlecht, das muss unbedingt verstärkt werden. Aber ja, so gut und schlecht ist ja so eine Sache. Was ist denn positiv, was ist denn negativ? Da kann es ja auch noch unterschiedliche Perspektiven drauf geben. Also der eine nimmt etwas, der positiv war und der andere guckt drauf und sagt, ja, das war echt nicht so. Von daher, also an Themen machen wir keine Eingrenzungen und Vorgaben. Wir sind aber durchaus in der Lage, noch Zettel nachzulegen, wenn alle gefüllt sind auf dem Miro-Board. Ich sehe hier, dass auf jeden Fall schon 15 in etwa da sind. Also das sieht schon nach sehr vielen Ideen aus.
Okay, wir wären dann quasi auf einer Punktlandung, würde ich sagen. Eine fast perfekte Punktlandung. Also ganz, ganz herzlichen Dank an die Referenten. Danke an die Teilnehmer dieses Workshops.